So, ja, jetzt waren wir hier im letzten Part, hier stehen wir geblieben im letzten Stream, in der letzten Aufnahme. Harvey, er lässt uns noch nicht gehen. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Jo, wir sollen uns nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Selbst sind wir auch hier eine Polizeistation. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Okay, ja, Wirknöll. Wirknöll. Warte mal, können wir vielleicht das hier nur mal mit Harvey Dieser benutzen? Hase war gar nicht lustig. Er produzierte im Grunde nichts als heiße Luft. Hey, Harvey ist. Tatsächlich Harvey als nicht lustig bezeichnet. Dieser Harvey vielleicht nicht, aber Dieser ganz Hase doch war gar nicht. nicht lustig. Im Gegenteil, er war die reinste Schlaftablette. Nee, nee. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Okay. Dieser Hase war gar nicht lustig. Lilly brauchte ihn nicht, um auf dem Pfad der Tugend zu bleiben. Ganz richtig, aber das Wollknäuel können wir benutzen und uns damit zurück in die Traumwelt, nee, Hypnosewelt oder wie man es nennt, zu transformieren, ja, irgendwas mit Trans. Ja. Um den Boogie. nächsten Fluch zu lösen, den nächsten Verbot, Hypnose aufzuheben. Und jetzt hat er Woogie. Wo wären wir denn hier? Westerndorf. Jetzt können wir wieder raus. Steht ein Kaffee, damit können wir wieder aufwachen. Schubtafel. Lilly wusste gar nicht, was den Justitia-Dämon so aufgeregt hatte. Ihr erschien das alles ganz logisch. Okay, den Kaffee lassen wir mal lieber. So, dann gehen wir mal raus. Ins Westerndorf. Ach je. Und nun? Was ist nun unsere Mission? Sind wir wieder hier? Na, schöne Wurst. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene löchern? Dann Ja, vergiss es. unbedingt. Ich verrate dir den Weg nicht. Oh, Kacke, da haben wir ja den letzten Stream verbracht hier im Westerndorf. Jetzt sind wir wieder zurück. Vergiss es. Ich werde dir den Weg zu meiner Mine nicht verraten. Und solange du hier rumlungerst, werde ich auch nicht hinreiten. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockade Das handeln? kann sein. Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Das stimmt. Na dann suchen wir nach der Mine. Indianerfriedhof. Ja, aber wo werden wir die Mine wohl finden? Mit dem Feuer dürfen wir jetzt spielen, oder? Vielleicht können wir sie mal fragen. Bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa. Nein, bin ich tot. Nein, ich bin nicht tot. In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Müssen wir mal lügen. Können wir das schon? Oder ist das immer noch verboten? Bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Na, es Limbus juckt. verloren? Du bist doch nicht etwa. Also, Katz. Verbote. Lügen. Das darf ich, also. Oh je. Du Arme. Sehr Ich hoffe, du hast gut. daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter an die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Tja. Was sind wir jetzt im Arsch? Und nun? Hallo Kleine. Immer noch tot? Denk das nächste Mal bitte daran, dir etwas Kleingeld auf die Augen legen zu lassen. Ja? Ohne Kleingeld ist man Das in der nächste Mal, wenn ich Zwischenwelt nämlich ganz sterbe. schön aufgeschmissen. Ja. Hallo Kleine.
Immer noch tot? Denk das nächste Mal bitte daran, dir etwas Kleingeld auf die Augen legen zu lassen. Ja? Schade. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Okay, hier kommen wir gerade wohl nicht so weiter. Westerndorf. Ist ja schon mal wie wir zur Mine kommen. Vielleicht sind jetzt irgendwie Wege freigeschaltet, die vorher noch nicht da waren. Hinterhof. Der Quark selber wieder. Tja, von dem braucht man nichts. Prärie hier. Ja gut. Hier hingen wir halt im letzten Stream schon ordentlich fest. Das sind die Rauchzeichen. Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. Aha. Die Sonnenuhr, vielleicht können wir die jetzt... Ach, ist ja interessant. Können wir die Sonne verstellen. Ah, vielleicht können wir mal, ja, jetzt zurückgehen zum Indianerfriedhof. Vielleicht hat sich da jetzt was verändert. Nicht wirklich. Sieht immer noch so aus. Hallo Kleine, denk das nicht ohne Kleine. Tja. Nun. Westerndorf. Wir können die Sonne hier verändern. Das heißt, irgendwie... irgendwas muss das doch bringen. Was zum Geier. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal die Zähne. Im Inventar war nichts, was wir ihm geben können. Können wir hier irgendwo hin? Tja. Gut. Oh, Cashcow und Satteltasche. Vielleicht können wir hier... Ist ja faszinierend. In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war die Cashcow nicht gezwungen, an jedem kleinen Milestone Halt zu machen. Okay, das kommt mir schon bekannt vor. Die Cashcow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Im Saloon, vielleicht können wir da was erreichen. Sektkübel. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Hier hatte jemand vergessen, seine Eiswürfel aufzulutschen. So eine Verschwendung. Tja, wirklich. Zigaretten. Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Eine gesellige Pokerrunde mit Hunden. Ja. Du kannst nicht mitspielen, hässliches Mädchen. Es sei denn, du hast dein Einsatz dabei. Wir brauchen einen Einsatz. Vielleicht wenn wir hier den Kaffee trinken. Tauchen wir dann in der Bar wieder auf. Das wäre passend. Ich bezweifle es stark, aber... Oh! Sehr gut. Wir sind in der Bar. Kommen wir jetzt hier... Verdammt! Wo bist du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte an... Bei ein... Oh. Okay, wir sind also... Also im Schlaf, also in der Hypnose, einfach durch den Hof gelaufen. Sind jetzt in der Bar wieder aufgetaucht. Sehr gut. Können wir dir Valium geben? Die Idee war gut, aber irgendetwas fehlte. In die Faustmulde. Vielleicht kann man Valium in die Faustmulde geben.
Lilly erkannte, dass dies ein gefährlicher Ort war, um Sachen zu deponieren. Ach, was. Luftpumpe. Lilly erkannte, dass dies ein gefährlicher... Ach, AC, kein Blödsinn. Wir wollen ja nur die Valium-Tabletten hier reintun und dann ihn wieder beruhigen. Barmann. Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Lilly musste wohl etwas nachhelfen. Ja. Ah, wir müssen vielleicht Neon dringend wieder besuchen. Auch ein Kugelfisch. Betäubungsgift. Sunny Cup. Ah, okay. Wagga, wagga. Wir brauchen einen Kugelfisch. Hier ist ein Flunderautomat. Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld. Und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Okay. Wie gehen wir zum Kugelfisch her? Gib mal das wieder zurück. Was hat er verpasst? Er hat nicht viel verpasst. Ja, wir haben uns teleportiert. Jetzt brauchen wir einen Kugelfisch. Vielleicht finden wir den drüben. Am anderen Ort. Ich gehe gerade mal zurück. Dann hast du wirklich nichts verpasst. Jetzt mal hier zurück hier. Fangen wir wieder ganz von vorne an. So, hier in der Traumwelt können wir jetzt. Westerndorf. Sheriff. Wir sind wieder zurück im Westerndorf. Ist doch hier irgendwo ein Kugelfisch? Kugelfisch, wo kriegen wir einen Kugelfisch her? Wir brauchen einen Kugelfisch, um den. Vielleicht nehmen wir uns jetzt hier mit dem Kaffee wieder raus. Raus aus dem Traum. Aus der Hypnose. So sieht man hier irgendwo Kugelfisch. Kugel für Kugelfisch. Wo krieg ich einen Kugelfisch her? Tja. Der Fluchtwagen stand bereit. Aha. Der Fluchtwagen stand bereit. Von hier aus sah die Pizza viel toller aus, wie alles, was man nicht haben konnte. Pizza, Freunde, Eltern. Zurück zur Polizei. Ein Kugelfisch sehe ich nirgendwo. Wir brauchen einen Kugelfisch für das Rezept, für den. Wir müssen irgendwie den Barmann wieder nüchtern kriegen. Dafür brauchen wir das. Also Valium haben wir schon, da brauchen wir jetzt nur einen Kugelfisch, um diesen Cocktail hier zu machen. Kugelfisch und Valium. Tja. Tja, vielleicht hier mal wieder mit Harvey sprechen. Zurück in die Welt. Große Welt. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefällt. Halt den Rand. Und bring mich in die Hypnosewelt. In der Hypnosewelt kommen wir nicht weiter. Da müssen wir jetzt erstmal versuchen, in der realen Welt weiterzukommen. Was sind wir jetzt hier? Kugelfisch, können wir ja irgendwas mitnehmen, was wie ein Kugelfisch aussieht? Nee, hier können wir nichts mitnehmen. Nur mit dem Kaffee und mit der Tafel können wir agieren. Im Westerndorf. Tja, da will uns auch nicht weiterhelfen, die Goldgräber. Kugelfisch. Wenn ein Kugelfisch sieht, der schreit. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Mine löchern? Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht.
Tja, das ist wahrscheinlich ausweglos. Lilly hatte kein Interesse an der Mine. Ja, das haben wir schon gehört. Vielleicht? Der Wendigo. Wir müssen zur Mine, um den Wendigo zu finden. Tja, Kugelfisch, Kugelfisch, Kugelfisch.